Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Das letzte Mal haben wir die Dark Story ebenfalls abgeschlossen und uns damit die Last Story freigeschaltet mit diesem epischen Fragezeichen drauf. Ich würde sagen, wir starten das ganz einfach mal und schauen, was uns dabei erwartet. What's that? That vibration? Hey, wait. Someone is coming. You. You haven't given up yet? Oh, it's all over for us. What do you mean? I just received a message from my boss. The Space Colony Ark is currently approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. Das war ein stummer Schrei. What's that on the screen? This is a death sentence for every human being on Earth. Ein Todesurteil für jegliches menschliches Wesen auf der Erde. Und die Space Colony Ark wird in 27 Minuten und 53 Sekunden auf die Erde stürzen. Das hat der Typi gesagt. Ich habe nur übersetzt. Is there anything else you want to say? No. Ready! What's going on here? Who is that? I plan to give you a taste hey, of my revenge. The vibration's getting worse. Professor Gerald Robotnik, one of the greatest scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive, huh? Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. What is this? This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ark was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ark was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for. I went insane. All I could think about was to avenge her. Somehow, some way. I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that I wanted it all to be based on my original projections. I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect. Pure. I will leave everything to him.
If you wish to fill the world with destruction... Oh, so that's why you released Shadow from the base. The core of the Eclipse Cannon is now highly reactive and explosive. This is because the Chaos Emerald is overpowered. If the colony collides with Earth, it will shatter into pieces like my grandfather freaking. That mad scientist! That should be you, right? We have to stop the space colony now! The space colony arc position may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. That's right. If I use this, I just might be able to stop the Chaos Emerald. The reaction of the Chaos Emerald is moving toward the canon core. It may be too late. There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. Let's get to work! Let's get to work! Ja, ja. Übertreib's mal nicht hier mit deiner Stimme. Cannon's Core gelang ins Zentrum der Kolonie mit Sonic. Ach nee, mit Tails. Wieso war das dann gerade blau? Ach, stimmt, ich erinnere mich dran. Das ist ein Level, wo wir. So, ich Depp, lass mich auch noch. Ich töte mich, lass mich nochmal von vorne anfangen. Wie dumm bin ich eigentlich? Okay, nochmal. So. So, die vier gehen kaputt. Du, fang mal an zu schießen, bitte. Komm schon. Schieß. 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 Hallo. Kannst du mal schießen? Bitte. Danke. So. So, du gehst kaputt. Das sind solche Zeitstopf-Dinger, mit denen können wir die Zeit stoppen. Das ist... sehr vorteilhaft, muss man so sagen. Die Dinger hier können wir mit Nahkampfattacken krepieren lassen. Dann müssen wir nicht Roboter nicht auf mich schießen, während ich hier lang laufe. So, also diese Chaos-Dinger, diese blauen Viecher, ziehen den Kopf immer ein, wenn wir sie abknallen. Da müssen wir aufpassen, dass wir sie aus Nahkampfreichweite angreifen. Dann können wir sie relativ leicht zerstören. Übrigens, ein Nebeneffekt von diesen Zeitstopp-Dingern: Laser sind ebenfalls nicht aktiv, während der Zeitstopp läuft. So, dann lass mich mal hier die Tür zerstören, bitte. Perfekt. Ja, und hier seht ihr es gleich. Ich schieße ihn hier ab, gehe nah in die Nahkampfreichweite und dann krepiert er. Jetzt muss ich mich allerdings noch um die beiden Roboter hier kümmern. Perfekt. Zeitstopp im richtigen Moment. Danke sehr. Und dieses Vieh ebenfalls zerstören. Hier sind wir schon in einem wichtigen Raum. Ich meine, man kann da irgendwie hoch. Oder machen wir das mit der Plattform? Ja, das machen wir eindeutig mit der Plattform. Und hier hoch. Gehen wir so auf diese. Auf diese, habe ich gesagt. Art. Ups. So, jetzt aber. Dankeschön. Jetzt müssen wir diese Tür zerstören. Und hier fallen gleich Roboter runter. What the fuck? Das war knapp. Egal. Damit haben wir den Teil von Tails abgeschlossen. Jetzt kommt, glaube ich, Eggman, wo wir ebenfalls eine derartige Tür finden müssen und zerstören müssen. Jo, genau. Ihr seid mir herzlich egal jetzt. Geht einfach kacken, ihr scheiß Roboter. Ey, das zählt aber nicht. Was soll denn das? Der kann mich einfach durch die Tür abknallen. Das konnte ich ja wohl nicht kommen sehen hier. Ah, okay. Hier werden einem Kombos, kostenlose Kombos geliefert. Es sind eigentlich immer noch überall Militärroboter in der Basis. Ringe einsammeln. Ich will HP haben. HP, 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 HP. HP, 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 HP. HP, 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 HP. HP.
Komm schon. Danke. HP, 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 ganz viel HP. Was sind das für Viecher? Da drin ist nix. Folge ich jetzt mal hier den Ringen. Zeitstopp. Ja, im Zeitstopp können wir die Viecher auch umhauen. Ich glaube, das hier ist schon der richtige Raum, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir hier auf die Kante. Können wir hier drauf. Hier können wir. Hier müssen wir nach oben, genau. Perfekt. Ne, das ist noch nicht ganz der richtige Raum, soweit ich das sehe hier. Da sind wir immerhin schon bei der Tür. Und da gehen wir durch. Wir sollten nicht uns von diesen Viechern da treffen lassen. Zeitstopp. Und während die Zeit gestoppt ist, stoppen wir sie ein weiteres Mal. Und bewegen uns immer weiter durch das Level. Es läuft aber überraschend gut. Diese Plattform da verschwindet, das weiß ich noch. Das ist total assi, das Ding. Das muss man so machen, glaube ich. Ach, Dreckmist. Ja, wenn man auf die Plattform in der Mitte hüpft, dann geht die einfach weg. Daran erinnere ich mich noch. Die ist total gemein. Drecksvieh. Drecksvieh! So. Gib mal einen Zeitstopp hier. Wo fliege ich hier eigentlich hin? Ah, okay. Gut. Das kommentiere ich jetzt mal nicht weiter. Ich brauche Ringe. Ja, okay. Da sind wir, glaube ich, schon im Endraum. Gib mal hier. Ah. Das ist jetzt sehr knapp, aber davon lassen wir uns doch nicht beirren. Gib mal hier. Geht doch. Irgendwo Roboter? Ja. Na dann. Geh kaputt, Tür! Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Danke sehr. Eggman Part abgeschlossen. Wer kommt jetzt? Rouge oder Knuckles? Ich nehme mal schwer an, dass Sonic zuletzt kommt, weil der macht immer die wichtigen Arbeiten. Okay, Rouge. Das ist ein Notschalter. Er lässt die Flüssigkeit aus dem Kern. Schau, ob du ihn findest. Na, das machen wir mal. Ich würde mal sagen, wir klettern erstmal irgendwo nach oben. Da ist nicht der Weg nach oben. Da ist der nächste, die nächste Säule. Da ist die nächste Säule. Perfekt. Und dann können wir nun auf die letzte Säule gehen. Auf dieser Säule ist ein Zeitstopper. Solange ich hier stehen bleibe, okay, da unten ist ein Loch, durch das wir durch können. Du stirbst. Da müssen wir, glaube ich, rennen irgendwie. Glaube ich. Ja, das müsste reichen. Perfekt. Krepier! Danke. Uff. Unbesiegbarkeit. Wow. Nice. Du stirbst. Schalter. Ah, jetzt ist das Ding offen. Jetzt müssen wir nur noch raus aus diesem... Beeil dich, betätigen Schalter, und lass die Flüssigkeit raus. Das machen wir doch glatt. Hallo. Du stirbst auch noch. Weil sicher ist sicher und so. Ciao, Box. Ah, wir wollen unseren Mongo-Ciao sehen. Mongo, 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 Ciao. Ciao, Schlüssel. Und... Gib mal hier den Zeitstopp-Schalter im richtigen Moment, bitte. Danke. Ja, den hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Allerdings können wir jetzt, glaube ich, schon... Ah, fuck. Das war knapp. Verdammt knapp nochmal. So. Lass uns hier oben durch, bitte. Danke sehr. Und damit wäre der Part von Rouge abgeschlossen. Das läuft ja viel besser, als ich das in Erinnerung hatte. Ich habe das Level total heftig schwer in Erinnerung. Aber das geht ja eigentlich. So, ja, vielleicht denke ich auch im Kopf einfach nur an den Hard Mode, den ich damals gemacht habe. Mir egal. Jetzt kommt, glaube ich, dann Knuckles. Knuckles. Ja, ich kann dich hören. Die letzte Sicherheitstür, ist, die in den Kern führt, ist vor dir. Das ist sie. Muss ich den Schalter finden, der sie öffnet. Dann besiegen wir mal diesen Mongo. Danke. Genau das wollte ich tun. Da kommen wir noch nicht rein, aber ich glaube, da müssen wir rein. Dafür brauchen wir einen Zeitstopp. Und das hier unten ist der Raum, den Rouge geflutet hat. Boah, stimmt, Knuckles war der Unterwasserpart. Das wird heftig. Okay, gehen wir nach oben hier, bitte. Nicht dagegen. Danke sehr. Wow, wir sind dem Roboter elegant ausgewichen. Ah, und da muss ich jetzt durch, oder was? Boah, verdammt, wir hätten...